Jo Leute, willkommen zur nächsten Aufnahme mit Lukas wieder The Forest. Hallo. Metal-Leute. Heute erst die letzte Aufnahme geschnitten, also eine Folge davon. Jetzt hatten wir hier wieder ein bisschen Bock drauf, der Zahn hat getropft und deswegen machen wir weiter mit The Forest. Mal sehen, ob ich wieder in die Fallen latsche, ne? Wie ich mich kenne. Der Zahn hat einfach getropft. Der Zahn hat getropft, ja. Ja, wie so ein Tropf, Alter. Genau. Fällen mal irgendwo im Baum. Na klar. Hier vorne sind welche. Boah, ich bin in meine eigene Falle gelatscht. Alter, das ist das. Letztes Mal schon, hab ich gesehen. Immer das erste Mal so. Das erste Mal muss ich in die Falle latschen. Na, weil man am Anfang noch nicht drauf achtet. Ja, weil das so ungewohnt kommt. So. Na, so aus dem Nichts halt. Man denkt, das ist so ein flauschiger Teppich. No, du hast doch eine Klatsche, Alter. Ja, ich hab eine Klatsche, aber ja, eine Fliegenklatsche braucht man schon manchmal. Ach so. Na klar. Vor allem im Sommer. Der Komiker in der Schule, Junge. Na klar, ja. Sieht man ja auf Instagram die Videos. Ja. Schön breit. Ja, da war ich neidisch. Ja, glaub ich auch. Ja. Ach, ich brauch erstmal was zu essen wieder, da gehe ich mal ins Flugzeug, oder? Ah ne, mit Trinken reicht's auch. Boah, so. Ich bin jetzt voll allein gelatscht, Alter. Hier hoch, genau, da hoch. Na, jetzt hab ich's auch mal begriffen, nach 3 Jahren. Boah, das mein Junge. Rotkopf. Ah, da kann ich hier. Oh, warte mal. Kann ich das jetzt wieder zurücksetzen? Mit E? Sind jetzt noch drauf, ja. Das kommt nicht bis ganz darüber, ja, das kann. Das wurde haben die genervt, verschmutzt. Ja. So ein Scheiß. Oh lol. Hey, das ist ja eigentlich gar nicht weit, oder? Man denkt eigentlich, das fliegt safe bis dahinter so. Ne, das war ja noch nicht die volle. Ach so, da gibt's mehrere Level, ne? So, ich hab da mal ein paar Steine rein. Ne. No. Bisschen durchtesten. Also wenn wir uns Ende. Nein. Na, da brauchen wir noch mehr Equipment, oder? Nein, das können wir jetzt schon machen. Echt? Theoretisch, ne, freilich. Na, aber wir haben doch erstmal noch gar nicht so eine Rüstung und alles, ne? Das bräuchten wir noch alles. Wir haben so viele Knochen, wir können uns die Rüstung easy peasy machen. Aber braucht man da nicht noch eine schwerere, also eine bessere Rüstung? Ich und Lukas haben das sogar ohne, also Phantomate, haben das sogar ohne gemacht. Ohne Rüstung. Ach ja. Okay. Ja, weil das ist so easy. Du kriegst auch zwischendurch durch die Mutanten und bist du Rüstung. Ja. Aber ich muss noch gucken, wo wir die Key kaufen. Ja, stimmt. Da kannst du ja hier irgendwie das deaktivieren mit der Keycard, ne? Dass hier die Einwohner kommen. Ja, genau. Du kannst sie fernhalten und anlocken. Ja, das ist voll geil. Ich krieg das immer auf in der Forest mit diesen Büschen. Du siehst nichts, ne? Du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja. Oh, scheiße, ey, Pfeil verschwendet, ey. Ja, die sind immer rar, gell? Die Teile. Okay. Ist der immer so lacht, Alter. Ich? Nee, hier, das komische Typ hier. Der lacht immer so richtig komisch. Ne? Der ist schadenfroh. So richtig, als hätte der ADHS geschnüffelt, Ding. Geschnüffelt? Naja. Vielleicht hat er sich auch gespritzt. Weißt du ja nicht. Geht auch. Vielleicht dachte er, es ist eine Impfung. Naja. Ich hab schon gesagt, Alter, wenn du dich impfen lässt, hast du einen dritten Arm. Genau. Ich lass mich definitiv nicht impfen. Wenn dann irgendwann mal die Impfpflicht kommen sollte. Ich meine, gut, es wären ja eh erst die ganz Risiken. Ja, genau. Aber ich denke mal, selbst da werden sich viele nicht impfen lassen. Naja, wenn die Risikogruppen. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Das wird ja sicher eh erstmal eine Weile brauchen, bis hier alle dran sind quasi. Ich meine, Corona, das ist halt ein bisschen heftiger als eine Erkältung ist, kann ich mir schon vorstellen. Dass es halt schon so an des Dings geht hier, Immunsystem so, aber komischerweise sind dieses Jahr viel weniger Grippefälle als die letzten paar Jahre. Ist das nicht komisch so? Na, liegt halt auch an den ganzen Schutzmaßnahmen, weil sich weniger Leute anstecken. Ja, aber trotzdem die ganzen Tests und so, weißt du? Naja, über die Grippe spricht halt keiner, weil das nicht so schwerwiegend ist, aber durch die Grippeimpfung gab es ja jetzt auch wieder und da haben ja sich auch viele als Schutz quasi impfen lassen, weil sie denken, das könnte auch für Corona helfen oder. Ja. Ist tot. No. Auf entspannt. Muss ich mal sagen, ich finde Grippe und Corona ist, denke ich mal, dasselbe so.
Corona vielleicht ein bisschen schlimmer, kann ich mir vorstellen. Naja, das kommt immer auf den Menschen an. Also manche stecken das ja super weg so, die haben merken gar nichts. Aber manche, die haben richtig Probleme damit. Das ist so unterschiedlich halt. Und bei der Grippe ist es relativ ähnlich immer. Gibt's natürlich auch schwere Verläufe, aber das klafft nicht so auseinander, das Ganze. Nee, das Ding ist, Sano hat gesagt, wenn du den Corona-Test machst, ne, und hast eine Grippe, stellen die Corona auch fest. Naja gut, das schlägt manchmal falsch an, ne? Die Tests sind ja auch noch nicht immer so ausgereift. Ja, weil die Tests, die können das nicht unterscheiden zwischen Grippe und Co. Ja, aber ich glaube, das Problem ist auch vor allem bei den Schnelltests, oder? Es gibt ja dann noch die langfristigeren, die auch länger brauchen zur Auswertung, und ich glaube, die könnten schon detaillierter sein. Aber viele, die getestet werden, die sind noch negativ, was man so hört, immer. Ja, das ist ja keine hundertprozentige Aussage. Sorry für die Unterbrechung, aber jetzt steht fest, Deutschland geht ab Mittwoch in Lockdown. Ja. Ich hab's gerade gelesen. Ist das jetzt beschlossen also, wieder? Ja, dass ab Mittwoch bis zum 24. Lockdown ist. Und zwischen 24. und 26. darf man sich mit 10 Leuten treffen, danach ist wieder Lockdown. Ach so. Also über Weihnachten geht's, ja. Ich bin wieder weg, tschüss. Na gut, in Thüringen wollten sie jetzt am 15.12. irgendwas beschließen. 15.12. Da wollten sie sich nochmal zusammensetzen. Ab dem 16. Ab dem 16. Ja, das ist nächste Woche Mittwoch. Ach so, naja, aber die wollten erst am 17. hier das bestimmen. Deswegen wundert es mich, warum das heute schon draußen ist. Weihnachten wird alleine gefeiert, Jungs. Mit der Bierbulle. Genau, keiner kommt. Na, was haben sie heute noch vor? Naja, ich trinke mal Bierchen und dann... Ah, ist die Tür noch offen. Naja, weil ich gleich wieder raus will. Ah, will raus, aber. Na klar. Die Chance noch nutzen vorm Lockdown hier. Stimmt. Hä, was heißt denn Lockdown? Was wird dann beschlossen? Naja, ich habe gelesen, es soll dann auf jeden Fall wieder so sein, dass viele Geschäfte schließen, hier Klamottenläden und so vor allem. Aber das es bleibt diesmal... Alles, was nicht lebenswichtig ist, wird geschlossen. Also wie also Essen, also Lebensmittel und sowas. Ich habe auch gelesen, Friseure und sowas sollen diesmal offen bleiben. Na, vor allem müssen die offen bleiben. Ja, das sowieso. Ja. Aber ich rede jetzt von so einem Spielzeuggeschäft, weißt du? Ja gut, das, ja klar. So Einzelhandelsachen alles wird geschlossen. Naja, aber wollen die das jetzt mit Weihnachten anstellen, Geschenke? Naja, deswegen mussten jetzt alle eigentlich vorher Geschenke kaufen. Aber was noch aufbleiben soll, sind auch Weihnachtsbaumverkäufe. Das weiß ich. Das ist was Dummes. Immerhin. Na, alles, was halt so im Freien stattfindet, das ist ja nicht so gefährlich. Du hast trotzdem keinen Abstand, du hast nichts. Na, aber im Freien sind die Aerosole, die verteilen sich besser. In geschlossenen Räumen hast du immer das Problem, dass du ständig lüften musst und die Luft reinigen. Da sollen sie die Fenster offen lassen, kann. Naja, das ist aber auch... Trotzdem, ich mein, ja, klar, aber wo ist der Unterschied, wenn du draußen stehst oder wenn du die Fenster offen... Das Ding ist nur, das lässt sich nicht überall umsetzen. Wenn du jetzt so eine geschlossene Marktpassage hast oder so ein Einkaufszentrum, wie willst du da jeden Laden lüften können? Das geht ja gar nicht. Ey, aber als apropos, ne, ich war letztes Mal das erste Mal Passage, ne? Wo? Bei uns? No, das erste Mal in der Marktpassage. Ach so, auf dem Markt, hey, da warst du vorher noch nie. Ich weiß gar nicht, dass es das gibt. Da hast du aber was verpasst. Gibt's schon seit 2015, Alter. Hä, die Marktpassage gibt's schon immer. Hey, was meinst du dann? Nee, warte mal. Es steht doch da, in der Mitte von... Steht doch 2015, oder? Hä? Nee. Keine Ahnung. Wird Zeit gegoogelt. Da bräuchte ich mal ein Bild. Da stand doch mal 1896 oder sowas. Das 1800. Weiß ich. Oder 1900 irgendwas, aber... Auf jeden Fall schon lang. 44, Alter, lol. Ja, siehst du? Nee, Baujahr 13 sogar. 13? Boah, vielleicht so. Die Pommesbude draußen. No. Ah, die gab's schon länger auch. Oh, die hat geschmeckt, Junge. Die schmeckt auch immer noch. No. Immer jedes Mal, wenn da Feier oder so ist, aber Alter, jedes am Mal. Am geilsten haben die Pommes, finde ich, im Freibad geschmeckt. Alter, das stimmt. Wo ist der eine Typ noch gemacht hat? No. Alter, da muss ich... Das war, ey, da war übel der Ehrenmann drauf. Das Ding ist, ich habe mir eine kleine Pommes geholt aus so einem kleinen Ding, ne? Na. Ist mir runtergefallen. Und da hat's ja eine neue ausgegeben. Na, pass auf jetzt. Ich gehe hin, ja, scheiße, ist mir, weil ich muss. Hat er gesagt,
Jo, die nächste gibt's auf Hausreiche, fragt, kannst du mir das aber bitte auf einen großen Teller machen? Und da hat er mir eine große Pommes gemacht und ich habe eine kleine bezahlt, Alter, Junge. Oh, geil. Alter, das war Checkpoint, Junge. Da hat mein innerer Vielfraß, Alter, so reingehauen. Oh, geil. Das ist halt Alter, echt. Und er war so sympathisch, Alter. Er hat wenigstens gesagt, rot-weiß, Alter, und die andere Ketchup Mario. Er so, rot-weiß. Na klar. Das war ein Thüringer, das war ein Erfurter, Alter. Na, rot-weiß Erfurt. Ja. Ich meine, ich bin kein Fan davon. Aber da merkt man so die Wurzeln. Ja, es ist halt einfach Thüringen. Ja.